Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Probier nicht zu lachen Challenge. Ich habe irgendwie gemerkt, dass noch absolut niemand in der Schweizer Szene das gemacht hat. Also, ja, habe ich mir gedacht, machen wir doch das auch mal. Und dann habe ich meinen Ehrenbruder im Lolo gefragt und der hat mir ein paar Memes zusammengestellt. Und da reagieren wir jetzt drauf und probieren nicht zu lachen. Let's go! So Leute zusammen, hier ist der Flavio Schnucki, Motherfucker! Ja, und dann fangen wir doch einfach mal an. Und was ich schon muss sagen, extra Virgin, was passiert da hier? SAB. Ja, nicht gelacht. Even the babies are one of the most dangerous animals in the world, so I built this cage to keep them secure, so there's no possible. Oh my god. Sie sind wirklich hure gefährlich. Man hat es wirklich angesehen, dass das wirklich ein unglaublich gefährliches Tier ist. Also, ich habe es hure gefährlich. Okay, irgendwo Ross oder so, hä? Alles, was mit Shrek zu tun hat, da bin ich wirklich raus, meine Damen und Herren. Aber ich muss sagen, bei so unerwarteten Sachen, da bin ich hier. Also am Limit vom Lachen. Huch! Das ist irgendwo nicht in der Schweiz oder so. Oh damn. Der hat besser getroffen als vorher den Stier, den Typ an seinen Kopf. 100% Präzision. 100%ig. Okay, wie sie im Ring oder so. Schwingen für arme Leute eigentlich. Unerwartete Sachen, da bekommen wir. Also, okay, irgendwo in der Frankreich oder so. Gingen wir sich irgendein Lebewesen den Kopf anschlägt, muss ich innerlich irgendwie lachen. Okay, ist ein Reh. Nochmal ein Tier. Oder ist es ein Reh, oder? Ja, ist es ein Reh. So hat wahrscheinlich der Daniel Paris sich gefühlt, wenn der Diss-Track von Markus gekommen ist. Ja. Okay. Okay. There's only one thing worse than a rapist. Ooh. Boom. A child. No. Ist der Limit? Nee, oder? Nee, der geht schon klar, oder? Okay, bis zum neuen Sonic-Film. Gotta go fast. Hey, damn it! What is your problem? Ja, Sonic habe ich meine Kindheit wirklich gerne gespielt. Ja, also, genau so war es. Hä? Ist das eine Maus? Spätestens jetzt habe ich alle Tierschutzorganisationen, die komplett gegen mich sind. Das, liebe Fische, was an der Stelle kommt. Zu dem Video da hier ist noch geschrieben, es ist böse. Keine Ahnung, was das so bedeutet. Aha. Okay. Ich habe noch nie eine so eine böse Tür gehört wie die Tür da hier. Es gibt bei mir auch Türen, die quietschen wie Sau. So. Genau so tönen sie dann. Aber die Tür da hier, das ist ein komplett anderes Niveau. Ja, meine Damen und Herren, in dem Sinn wäre das von dem ganz, ganz kurzen Video gewesen. Aber wenn ihr selber Memes hättet oder selber macht oder selber Lust hättet zu machen, dann könnt ihr mir die auch auf Instagram schicken, auf Milo Romani. Könnt ihr mir einfach die zuschicken per Direct Message oder irgendwie den Link oder irgendwie. Könnt ihr mir die zusenden, das wäre sehr, sehr nice. Es ist das erste Mal, wo der Kollege und ich so ein Video gemacht haben. Es ist noch nicht ganz perfekt gekommen. Ich habe wirklich meine Reaktion genau im ersten Moment gefühlt. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein weniger Reaktion dabei gewesen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst dem Video ein Like da, das wäre unglaublich geil. Und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bruder, komm mal zu Papi.